Ja, aus wie ein Bunker. Das Volleybein fühle ich sehr. Jetzt kommt's, ein Lied. Ich war Bein, Bein fühle ich sehr. Ich war, ja, Bein fühle ich sehr. Die Barber Angels in Memminger, zu Memminger Bein. In Memminger haben sie mich geschnitten, bin zu Memminger. Im SKI morgens, da haben sie mir meine Haare geschnitten. Die Kinder meiner Schwester haben sie nicht dann gemacht, aber meine Schwester hat die Haare auch noch geschnitten. Aber ich schau wieder aus wie ein anständiger Bub. Wie ein anständiger Bub. Wie ein anständiger Bub. Ja, jetzt hab ich für ein paar Monate, ein paar Jahre dann meine Ruhe. Dann wachsen sie wieder nach, 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 dann wachsen sie wieder nach. Aber dann im Kopf ist noch doch kein Loch. Wenn ein Kopf ein Loch dann wär, dann die Tati nur solche Lieder schreiben können, weil ich ein super Gehirn auch hab. Und dann, wenn's so wär, und dann, wenn's so wär, ein mancher schießt sich mit ein Gewehr. Jetzt ist aber nur, meine Haare sind geschnitten, meine Haare sind geschnitten, aber auf 180 Grad. Jetzt schau ich aus wie ein Punker, wie ein Soldat in der Bundeswehr. Ich schau aus, es kannte ich gegangen in die Bundeswehr. Mit 50 konnte ich's nie mehr machen. Mit 50 konnte ich's nie mehr machen. Gegangen zum Bundeswehr. Aber dann singe ich euch dann ein Lied für die Bundeswehr. Für die Bundeswehr singe ich euch ein Lied. Schaut's. Ich schau nicht anders aus, 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 als wäre ich bei euch in der Bundeswehr. Glotzen haben sie mir gar nicht geschnitten, Glotzen haben sie mir gar nicht geschnitten, Glotzen haben sie mir gar nicht geschnitten, aber jetzt, ich schau aus wie Bruce Willis im Haarschnitt-Look-Frisur. Wir haben's die Haare weggeschnitten. Wir haben's die Haare weggeschnitten. Jetzt kommt's, das Lidl ist jetzt aus. Das Lidl ist jetzt aus. Vom Friseur, vom Friseur. Dankeschön, liebe Barber Angels. Ihr habt's das sau geil gemacht. Jetzt schau ich wieder aus wie ein anständiger Bub. Ich sag Dankeschön. Im Namen von meiner Schwester und Kinder habt ihr das saugeil gemacht. Alle miteinander, auch die Vesperkirche möchte ich recht herzlich Dankeschön sagen. Jetzt, am März, treffen wir uns wieder. Hey Chef von der Barber Angels. Im März 2025, da sehen wir uns wieder. Baba. So, jetzt haben wir das. So, jetzt machen wir dann wieder Schluss für heute. Schluss für heute. Weil das nächste Mal kommt wieder nächstes Mal. Und da lassen wir uns dann wieder überraschen. Gell? Ich komme da nicht jeden Tag immer wieder, aber immer wieder öfters. Seid immer bereit dafür, irgendwann kommt wieder mal ein neues Video. Und vielleicht kommt es mal wieder anders. Und dann kommt wieder so eins, dann wieder so eins. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ich immer eins aufposte auf YouTube. Aber eins sage ich euch, mein Programm ist kunterbunt, wenn man auch die alten Sachen anschaut, kann es auch interessant sein. Jetzt war ich beim Friseur.
Schaut doch gut aus, gell? Ja, Gott, nicht wir bei der Bundeswehr. Ja, aber...